Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich muss jetzt mal eben schauen. Wir müssen nämlich wieder komplett woanders hin. Immer auf der Karte gucken, ob wir das alles überhaupt per Land machen können. Doch, aber so wie es aussieht, ja. So, Schätzelein, welchen Weg nehmen wir denn? Da können wir nicht rum. Moment, können wir hier überhaupt rum? Ne, wir können hier nicht rum, ne? Kann ich hier durchreiten? Ja, okay. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? So, mal schauen. Es ist doch schon ein ziemlich weiter Weg. Was ich sehr positiv finde, dass man von Anfang an das Pferd hat. Also mehr oder weniger von Anfang an. Weil die ersten zwei Folgen oder so, glaube ich. Ein oder zwei Folgen hatten wir auf jeden Fall kein Pferd. Ich wollte gerade sagen, warum wird das jetzt auf einmal so dunkel? Und irgendwann konnten wir es ja holen. Kann man, ja, mit dem kann man anscheinend auch sprinten. Das ist schön. Sehr gut. Was ist das für ein Wachturm hier? Das gefällt mir gerade so gar nicht. Ach so, das ist von denen. Okay. Oder? Nee. Hä? Da stand doch jetzt gerade noch 100 Meter. Wieso? Reichtum. Okay. Also theoretisch, ja, in dem Turm das Land, selber. Freundin. Scheint aber auch keiner drin zu sein. Ich weiß es nicht genau. Aber ich würde trotzdem mal sagen, dass wir mal eben hier runterspringen. Ist das hier so ein Obsidian-Ding? Ah, Eisenerz. Okay. Okay, ich möchte aber gerne da oben rein. Ja, ist mir klar. Ich würde trotzdem gerne da oben rein und mal eben was stehlen. So, gibt es hier irgendwo einen Eingang? Ist doch einer drin, okay. Der war sehr schön. Die Frage ist nur, wo ist jetzt der Schatz? Der ist, glaube ich, gar nicht hier oben, oder? Dürfte niedriger sein. Scheint noch keiner drin zu sein hier oben. Okay. Hier ist aber scheinbar auch keiner drin. Ja. Warum nicht? Gehen wir doch einfach mal den gleichen Weg wieder raus, wie wir reingekommen sind. Vorausgesetzt, dass sie denn auch wirklich hier hochgeht. Und damit haben wir dann mal eben schnell einen Kohlebarren geplündert. Okay. Sehr schön. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wie viele... Hallo. Wie viele Wachen jetzt unten auf uns warten. Ich denke, dass da nur diese eine Wache stand, aber ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher. Hallo, gehst du da raus? Ja? Genau. So ist brav. Okay, zwei Wachen sind da hinten. Lass dich mal schon ab. Sehr schön.
Schätzelein, wir können weiter. Ich habe alles geplündert, was ich wollte. Boah. So, weiter geht's. Deswegen nehme ich auch die Strecken dahin auf. Aua. Ist das jetzt die Ausdauer oder ist das jetzt das Leben meines Pferdes? Mit dem Leben, das wäre nämlich nicht so schön. Aber ich schätze mal, erst ist die Ausdauer. Ja, es ist auf jeden Fall die Ausdauer, okay. Wollte ich jetzt nur mal testen, weil ich mir jetzt nicht sicher war. Wobei... Nee, das ist alles nur... Ich dachte, man könnte jetzt hier eventuell noch ein bisschen Heilung kriegen. Weil das ist doch ein bisschen dürftig von der Heilung her. Oder ich habe vieles liegen gelassen. Da bin ich mir nicht sicher. Was ist mit euch los? Geh doch mal da runter. Hallo. Ja, springen. Mach es auch. Mann. Was soll das? Wer schlägt hier die Kriegstrommeln an? Sieh mal an. Eine kampferprobte Wikingerin. Genau dich brauchen wir. Oh, und wofür braucht ihr diese kampferprobte Wikingerin? Eines Tages sind wir die größten Krieger unter unserem Banner. Skalden werden Lieder über das Wolfsrudel schreiben. Aber erstmal müssen wir noch das Plündern üben. Plündern wollt ihr? Dann lasst uns plündern. Drei Wölfe und ich als Vierter an eurer Spitze. Wolfsrudel, vorwärts! Ja. Wolfsrudel! Sie rannten. Aufruf zum Raubzug. Halt doch mal die Klappe, bitte. Eine jede zum Töten geschaffen. Zum Vernichten. Schließt euch meiner Mannschaft an. Wir plündern und brandschatzen Hortkester an der See. Okay. Kann ich hier irgendwas kaputt machen? Weiß ja nicht, ob das von denen ist. Keine Ahnung. Ja, haben wir da jetzt eine neue Quest für bekommen? Wahrscheinlich, oder? Nee. Nicht wirklich. Und wo sollen wir jetzt hin, Leute? Sollen wir jetzt zusammen was rauben? Was plündern? Da muss was ich erst mal da gucken. Oben, Sühnen? Da zum Beispiel. Das sieht doch gut aus. Reichtum. Das ist ein Wachtposten. Zwei. Aber da kann ich doch die Kinder nicht mitnehmen, oder? Soll denen das ja beibringen. Das ist ja das Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist hier. Du musst dich auch verstecken, Mädel. Sonst wird das nichts hier. Drei Stück. Okay. Ach so. Ernsthaft? Das sind ja nur Puppen. Leute. Okay, wir sollen ja offensichtlich ein bisschen üben. Ja, irgendwie schon, ne? Da hinten ist noch einer. Den überlisten wir. Den greifen wir von hinten an. Und dann können wir den Schatz plündern. Habe ich die jetzt immer noch im Hals? Moment, das ist viel... Das ist viel weiter mit dem Plündern, oder? Moment. Das
ist viel weiter, aber in der Nähe von von dem Ort, wo wir hin sollen. Was mich ein bisschen verwirrt, empfohlene Stärke 280. Wofür? Um den Reichtum da zu holen? Oder wofür brauche ich den jetzt? Das ist jetzt so die Frage. So, 117 Meter da hoch. Das ist doch ein Rätsel, oder? Oder ist das jetzt ein Typ, der mir irgendwie folgt oder sowas? Aber der bewegt sich nicht. Also wenn es ein Rätsel ist, dann ja, bringt mir das natürlich sowieso nicht viel. Ja, Kinder, folgt mir mal, da ich ja euch anscheinend nichts beibringen kann. Folgt mir einfach mal zu meinem Ziel. Oder die kommen nicht mit. Also irgendwie war das jetzt ein bisschen seltsam mit den Kindern. Wo müssen wir denn hin? Das Haus, oder? Ja. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Moment. 114 Meter? Da müssen wir hin, oder? Nee, Moment. Jetzt bin ich hier völlig... Doch. Dein Clan stinkt zum Himmel. Ach, leck mich einfach, Junge. Irgendwo hier. So groß und stark wie der Le- Spielen alle in Alrekstadie ihre Liebesspiele so laut? Nein, nur mein Mann. Er kann seine Frau nicht befriedigen. Ah, zu alt? Nein, er ist jung und stark. Es war auch nicht immer so. Auf unseren Raubzügen waren wir unzertrennlich. Ihr habt auf Raubzügen gepflügt? Unser erstes Mal war mitten in einem brennenden Dorf. Irgendwann wollten die anderen, dass wir aufhören, weil es sie abgelenkt hat. In Todesnähe kann Liebe heißer brennen. Habt ihr versucht, diese Erinnerung zu nutzen? Ja, aber darüber zu reden ist nicht dasselbe. Ich muss es fühlen, riechen. Also müsstet ihr die Aufregung eines Raubzugs in euer Bett holen. Hilf uns so zu tun, als würden wir plündern. Das wird meinen Bach fließen lassen. Komm, sagen wir es meinem Mann. Ich wollte nur... In Ordnung. Warum wollen heute alle mit mir plündern? Starker Wikinger. Heute wird geplündert. Geplündert? Jetzt? Mache mit beim Bluttanz. Erfülle mich mit deiner Kampfeslust. Oh, ja. Ja, seien wir Wikinger. Vielleicht könntest du ein paar Dinge kaputt machen. Und dabei schreien. Als wäre es dir wirklich ernst. Ich jetzt? Okay. Was denn? Ich könnte ja hier alles kaputt machen, also... Vielleicht könntest du ein paar Dinge kaputt machen. Mach ich doch schon. Dabei schreien, Moment. Als wäre es dir wirklich ernst. So, ich plündere jetzt wirklich mal was bei euch. Finde einen Schlüssel für das Tun, okay? Das ist lustig, aber es erregt mich nicht. Ja, es fühlt sich nicht echt genug an. Vielleicht braucht ihr mehr Feuer, wie beim ersten Mal. Ja, brenn unser Haus nieder. Mach es dem Erdboden gleich. Ernsthaft jetzt? Ist das auch kaputt? Ja. Aber ich finde hier keinen Schlüssel. Ist bei euch irgendwas, was ich noch klauen kann?
Ich will einen Schlüssel haben. Soll jetzt ernsthaft das Haus anbrennen? Ist das jetzt überhaupt eine Quest? Irgendwie verstehe ich diesen ganzen Kram ja nicht so. Das ist keine richtige Quest. Was sind das denn für komische Typen gewesen? Okay. Wo ist denn? Sag mal, gerade stand noch, dass der 80 Meter in die Richtung ist. Jetzt ist er irgendwie 190 in die andere Richtung. Kann er sich mal entscheiden? Links neben mir irgendwo. Was für ein Ding? Du hast mich schon richtig verstanden. Euer Gestank, das ist eure einzige Stärke. Du wirst deine Zähne fressen. Eingerollte deine Zunge, Backraut. Bist doch nicht Sigurd. Wo ist er denn? Ja, jetzt wollen sie alle spielen. Und ich bin am Spielen und bin verzweifelt, weil ich den Sigurd nicht finde, obwohl ich genau auf ihn draufstehen soll. Hä? Ich verstehe es irgendwie nicht. Bist du das? Nee. Ist der hier oben drauf oder so? Hä? Der soll direkt vor mir stehen. Also ich weiß nicht, ob es Blickrichtung ist. Wenn es Blickrichtung wäre, dann in der Richtung. Oder ansonsten da zum Haus. Aber da ist er nicht drin. Muss ich das verstehen? Ja, ich würde mal sagen, ich lauf jetzt hier nochmal wie blöde ein bisschen in der Gegend rum und versuche ihn mal zu finden. Ich habe echt keine Ahnung, was das ist. Ich meine, das sollte ja genau da sein, wo ich stand. Wenn ich ihn gefunden habe, dann werde ich euch auf jeden Fall hinzuschalten. Los doch, fordere mich heraus! Ah! Hier ist gerade ein Herzenswunsch erfüllt worden. Und doch sieht dein Gesicht so aus, als hättest du den Lebenswillen verloren. Gorm ist hier mit den letzten seiner Männer. Wie kann dieser Troll es wagen? Warte auf einen anderen Tag. Wir unterstehen Haralds Waffenruhe. Und Gorm ist zu schwach, um irgendwas zu wagen. Dieser Wichsfleck in der Hose seines Vaters. Ich sollte ihn vom Antlitz der Erde wischen. Nicht heute, Eivor. Lass gut sein. Basim, behalt sie im Auge und achte darauf, dass sie genug trinkt. Ich werde meinen Vater suchen und zum Langhaus begleiten. Wie du wünschst. Geht es Heitam gut? Er wird wieder gesund, aber er wird nie wieder der Alte. Zum Glück hattest du Erfolg, wo er gescheitert ist. Ich war fest entschlossen. Als du Kjötvi besiegt hast, hast du da ein Siegel bemerkt? Silbern, so groß wie mein Handteller. Geschmückt mit dem Symbol einer Esche. Nimm es. Tausch es gegen irgendwas ein. Ich weiß, wo Gorm lagert.
Wenn du ihn treffen willst, ohne dass es ein anderer bemerkt, kann ich dir einen Kniff beibringen. Suchst du dir schon einen neuen Lehrling? Aber gut, ich beiße an. Was soll ich tun? Zieh den Umhang übers Gesicht. Tauch in der Menge unter. Lenke ab. Versteck dich in aller Offenheit. Geschenktes Wissen von einem Mann, den ich kaum kenne. Ist das deine Art, mich zu bitten, deiner Bruderschaft beizutreten? Ganz und gar nicht. Solange Männer und Frauen dafür kämpfen, Freiheit und Ehre zu sichern, ist mir herzlich egal, wem sie folgen. Es ist wohl keine Schmach zu täuschen, wenn die Ehre auf dem Spiel steht. Und Gorm ist ein Schandfleck auf der meinen. Dann lass uns sehen, was wir gegen diesen Fleck tun können. Versuch es einmal. Ein paar Dinge solltest du wissen, bevor du sein Lager betrittst. Sich ungesehen auf feindlichem Gebiet zu bewegen, erfordert allerhöchste Raffinesse. Ja. Deine Kapuze macht dich unkenntlich aus der Entfernung. Halte dich von wachsamen Augen fern und du bist unsichtbar für sie. Eine gezückte Waffe oder eine plötzliche Bewegung macht alle Tarnung zunichte. Muss ich meine Kapuze denn aufsetzen? Kann ich das irgendwie? Weil es steht nur so im Folgen. Falls das nicht deutlich genug war, du musst die Kapuze über... Okay. Das war dann die Antwort auf meine Frage. Ziehen, damit der Plan aufgeht. Dort in dem Lager ist Gorm. Oh no? Das ist cool, dass der da ist. Aber was machen wir mit diesem Wissen? Ein Umhang sorgt für weniger... Ja, habe ich ja. Betritt Gorms Hütte. So. Ich habe nichts gemacht. Ich will nirgendwo hin. Was hat die denn für ein Problem? Was hast du dir gedacht? Bringst Mehl auf leeren Magen. Du musst etwas essen, bevor du so viel säufst. Hey, was? Leerer Magen trinkt nicht mehr. Warte! Du gehörst mir! Deck mich einfach! Da war wohl nichts mit. Ja. Wir machen dich einfach mürbe. Und wie in deinen Träumen? Verfluchter Scheißhaufen! Ich hab nichts gemacht. Geht weiter und schaut nicht so. War nichts mehr zum Plündern, ne? Eivor! Du feiges Stück Scheiße! Nimm deine Waffe und folge mir vor die Mauern. Lass Odin entscheiden, wer von uns überlebt. Du wagst es nicht, den Frieden des Königs zu brechen. Scheiß auf dich und dein Gerede von Göttern. Was sagst du jetzt? Ihr alle untersteht König Haralds Waffenruhe. Wer sie bricht, wird aus Alrekstadie verbannt. Ich mache keinen Ärger. Du wurdest ehrenlos in diese Welt geschissen, Gorm. Und wenn du gehst, endest du als Scheißhaufen in Hels tiefstem Abgrund. Kräh nur weiter, Eivor. Dann bist du ein leichteres Ziel. Das Ting sollte schon begonnen haben. Ich muss Sigurd finden. Ja, und mal eben nebenbei, wenn mir irgendjemand helfen kann, wie ich diesen Mist bei Ubisoft ausschalten kann, dann bitte, bitte schreibt es mir doch in die Kommentare, weil es ist extremst nervig. Normalerweise spiele ich auch um die Uhrzeit gar nicht mehr, beziehungsweise nehme nicht mehr auf, weil das ist jetzt auch die Uhrzeit, wo viele ja einfach nach Ubisoft rein, nach Ubisoft, nach
ja, doch, Ubisoft, reingehen. Das Problem bei der ganzen Sache ist nur, ich habe schon probiert, mich unsichtbar zu stellen. Ich bin gerade auf Bitte nicht stören und trotzdem kommen immer 1000 Nachrichten rein, dass irgendjemand online gegangen ist und in welchen Spiel er reingegangen ist. Und das geht mir tierisch auf die Nerven. Also bitte, 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 wenn ihr wisst, wie oder ob man das irgendwie ausschalten kann, dann sagt mir bitte Bescheid, weil das kotzt mich einfach nur an. Weil es zerstört ja auch irgendwo ein bisschen die Aufnahmen. Das ist ein Horn, also wahrscheinlich die Taverne. Nein, nicht da hoch. Genau das meine ich. Ich schätze mal, es gibt hier auch irgendwo einen Eingang, aber ich nehme die kürzeste Variante. Komme ich da überhaupt hoch? Gucken, hier dürfte ein Weg sein. Schmerzt mich, aber er lebt. Danke. Sein Tag wird kommen. Ach, Götter, ich hasse lange Reden. Nur wenn du sie nicht selber hältst. Viele von euch kannten meinen Vater, Halfdan den Schwarzen. Ein großer Mann, der Großes erreicht hat. Halfdans Bein wurde bei unserem Tempel begraben. Seitdem wächst das Getreide viel höher. Bei uns haben sie seinen Arsch begraben und wir haben nichts als einen dreckigen Fluss. Ich träume von etwas Größerem. Einem gewaltigen Königreich der Krieger. So viele, wie es noch nie gab. Vereint unter einem König. Einer Herrschaft. Wir vergossen zu viel Blut beim Kampf gegeneinander. Heute vereinen wir uns und richten unsere Klingen nach außen, um neue Lande zu erobern. Und wer könnte uns besser zum Ruhm führen als ich? Ich kämpfte schon vor meinem 10. Lebensjahr und führte das größte Heer, das Nordwege je sah. Doch man sagt, ein weiser König braucht ehrliche Ratgeber. Und so frage ich, wer von euch ist gegen diese neue Regelung? Ich bin nicht dein Feind, König Harald. Doch ich bin auch nicht dein Untertan. Morgen segeln wir zu grüneren Ufern. Und so wird mein Königreich zu deinem. Das betrübt mich, edler Hör. Und was sagt dein Weib dazu? Hat sie nicht genug davon, immer weiter westwärts zu hinken? Mein Gatte und ich sind uns einig, Herr. Gemeinsam hinken wir nicht, wir fliegen. Ich bin traurig, eine Frau mit deinem Gemüt zu verlieren, Yuffina. Doch ich hege keinen Groll. Mögen die Nornier euch Glück gewähren. Mein König, ich biete dir meine Axt und meinen Eid. Eiserner. Gorm Kjötvison, du wagst es, dein Gesicht in dieser Halle zu zeigen? Haben nicht König Styrbjörn und sein Sohn Sigurd unser Land von dir befreit? Der Rabenclan hat mich entehrt, großer König. Sie vergifteten meinen Vater Kjötvi. Sie machten eine Posse aus einem ehrenhaften Tod. Backraut, du lügst! Warte, Eivor. Hab Geduld. Eine ernsthafte Anschuldigung, Gorm. Noch dazu eine falsche. Mein Onkel sah deinen Vater sterben. Eivor Wolfsmahl, du hast Kjötvi getötet. Dieser Mann hier beleidigte deinen Clan. Was soll ich mit ihm tun? Sie würde sagen, töte ihn. Entscheide du, ist immer so dieses, ich habe keine Ahnung, was ich möchte. Naja, ich muss ja so ein bisschen auf ihren Charakter achten, ne? Schicke ihn nach Hel, wie ich seinen Vater. Verständlich. Doch ein schneller Tod wäre zu gut für einen Troll wie ihn. Gorm, von nun an heißt du Wurm und bist verbannt. Verlasse dieses Land vor dem nächsten Vollmond, sonst verfüttere ich dich an die Krähen. König Harald, darf ich sprechen? Ich bitte darum, König Styrbjörn.
Mein Volk hält unser Land seit jenen Tagen, als Odin noch selbst unter uns wandelte. Mein Königreich ist bescheiden, doch wir haben es mit unserem Blut bezahlt. Unser Sieg über Kjötvi ist der Beweis, dass wir es nicht kampflos aufgeben. Alle hier haben Freunde, Brüder und Schwestern begraben, Söhne und Töchter. Ich, für meinen Teil, habe mehr als genug Tod gesehen. Wer will, soll an anderen Ufern Krieg suchen. Wenn König Harald Frieden bringt, dann beuge ich mit Freuden mein Knie vor ihm. Was? Was in Hels Namen tust du denn, Vater? Einen dauerhaften Frieden sichern, Sigurd. Die Tage des Kämpfens sind vorbei. Davon hast du mir nichts gesagt. Kein Wort. Und ich werde keinen Titel aufgeben, der rechtmäßig mir gebührt. Dann geht der Krieg weiter. Männer sterben, Dörfer brennen, du dummer Junge. Das hier ist der einzige Weg zu wahrem Frieden. Du wirst als Trell sterben, du versoffenes Rind. Alleine und zahnlos auf einem Bett aus Stroh. Vergib meinem Sohn. Die Gefühle haben ihn übermannt. Ich nehme keinen Anstoß, Jarl Styrbjörn. Und ich danke dir für deine Treue. Es ist normal, den Wandel zu fürchten, sich zu wehren. Doch alles ändert sich und alles endet. Die Lektionen Ragnarök sind eindeutig. Wir sprechen uns bald wieder. Das war ein Hinterhalt, Herr. Wusstest du von Styrbjörns Plänen? Seit einigen Tagen, ja. Aber ich drängte ihn nicht. Das war allein seine Entscheidung. Eivor, träumst du von einer glorreichen Zukunft? Eine Kriegerin wie du wäre ein Segen für meinen Clan. Nein, ich wusste es. Ich bin Sigurd verbunden. Mein Ziel ist Valhall. Ich kenne mein Schicksal nicht. Ja, aber sie hat ja... Ihr Schicksal ist ja eigentlich, sie soll ihren Bruder verraten. Also ihr Ziel ist ja... Oder das, was sie antworten würde, denke ich mal, ist immer das Erste. Und meistens auch das Sturste. Ich träume von einem glorreichen Tod. Jedoch nicht, wenn ich dafür meine Familie verraten muss. Du faszinierst mich, Wolfsmal. Waisenkind und Schwester, Kriegerin und Dichterin. Du bist viele, wie es scheint. Du weißt einiges über mich. Ich habe überall Augen und Ohren, wie jeder gute König. Möchtest du nicht einer meiner Raben sein? Ich bin an Sigurd gebunden und er an mich. Doch wenn sich unsere Schicksalsfäden noch einmal kreuzen... Ich verstehe. Doch sollte sich das ändern, wirst du in meiner Halle stets willkommen sein. Nun legen wir das beiseite. Heute Nacht essen und trinken wir wie Götter und morgen erwachen wir in einem neuen Königreich. Die Wogen des Schicksals sind die neue Quest. Geburtsrecht haben wir abgeschlossen und ich wette fast, es kommen noch 2 Punkte dazu. Nein, nicht? Es kommen diesmal keine Punkte dazu. Jetzt war ich es so gewohnt und es kommt nicht mehr. Was ich aber mal eben ganz dringend machen muss, ist die Tarnung ablegen. Weil wir ja diese wunderschöne Berserker-Uniform, wollte ich gerade schon sagen, Rüstung tragen. Und das mit den Assassinen sieht auch sehr geil aus. Aber ja, wenn würde ich den Umhang eigentlich nur tragen ohne Kapuze. Damit man ihr Gesicht wenigstens noch sieht. So oder so, die Folge ist für heute erstmal zu Ende. Und wir werden dann die Wogen des Schicksals in der nächsten Folge sehen und spielen. Bis dann. Ciao.